Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir wieder mit Frankens Bierwelt zu Gast beim David Hertel von der Braumanufaktur Hertel und diesmal nicht wie gewohnt in Thümfeld, in Schlüsselfeld, sondern hier in Schneid, in Schnad, in Hallandorf. Was ist passiert? Einen Tag vor Silvester haben wir die frohe Kundschaft bekommen, dass eine Brauerei frei wird. Der Andreas Genzthaler ist leider aus krankheitsbedingt ausgeschieden und diese Brauanlage hier wurde aufgegeben. Wir reden von dieser Brauanlage. 40 Hektoliter Kühlschiff, also unglaublich genial. Und die haben einen neuen Pächter gesucht und wir haben natürlich sofort Ja gesagt, haben 2 Monate renoviert und jetzt haben wir den 5. Sud heute und das unglaublicherweise mit dem Eichhornhell. Aber dazu später dann nochmal mehr. Folge 2 kommt dann dazu. Du hast es jetzt angesprochen, das ist natürlich noch ein Kühlschiff, so wie es früher einmal war. Was ist das Besondere drin? Gibt es ja gar nicht mehr so viele, ich glaube 5 in Franken und in Deutschland 6, 7, was weiß ich. Lass mich schon. Sind irgendwo versteckt. Also einstellig definitiv und deutschlandweit gibt es vielleicht noch 10, 15 maximal, aber dann ist Ende. Aber wir sind die einzigen Brauer, die mittlerweile 2 haben, aber das auch im zweiten Teil. Und auch noch im Betrieb, also so irgendwo so als Museumstück gibt es sowas auch noch, aber das wird natürlich richtig noch genutzt. Du hast gesagt hier, 40 Hektoliter ist natürlich schon eine ordentliche... Wir können 35 Hektoliter schlagen wir heute zum Beispiel aus, bei einem normalen Vollbier hell. Sagen wir mal, beim Spezialbier, da maximal 20 Hektoliter mehr schafft die Anlage nicht, wenn es dann auf Bockbierstärke geht und dann ist es halt einfach ausgegoren und was ist die Besonderheit an einem Kühlschiff? Ihr müsst euch vorstellen, so dieser ursprüngliche Brauerhausgeschmack, der kam meistens über solche Anlagen, über die historischen Anlagen. Wir reden hier von einer sehr historischen Anlage, wo wir bedienen dürfen. Und deswegen gibt es hier immer wenn kannigere Bier. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wir blasen am Ende von der Folge, blasen wir hier 40 oder 35 Hektoliter Würze rauf. Und das Ganze verdampft, das ist ein Kühlschiff, das war so nach dem Würzekochen, also wenn man den Hopfen dazu gegeben hat, ist es hier nochmal zum Kühlen gekommen, ist erkaltet auf Deutsch gesagt und dann geht es im Endeffekt in den Lagerkeller oder in den Gärkeller, kommt die Hefe dazu und dann gärt das Ganze. Und das bringt eine unglaubliche Oberfläche, das ist sehr, sehr breit gefächert, damit die unedlen Aromastoffe verdampfen. Und dann nutzen wir einfach die Energie und es funktioniert genial und die Biere werden definitiv einfach angenehmer, runder und bekommen einen kräftigen Geschmack definitiv. Ein Bierkollege, Brauerkollege hat mal gesagt, ausstinken nennt er das. Also ganz genau, Demethylsulfid, also DMS. Das Bier muss ausstinken, also na gut, so hat es geheißen. Jetzt habt ihr es ja schon gemacht, ich habe jetzt mal ein bisschen gespickert natürlich. Ja. Ihr habt ein paar lustige Namen gehabt, ein paar Sude habt ihr gemacht. Der Maracuja Felix, das ist jetzt so eine ganze Widmen. Ja, von meinen Mitarbeitern, also das sind alles meine Mitarbeiter und meine Freunde und die haben alle irgendeinen großen Teil am Unternehmen beigetragen und die haben wir jetzt im Endeffekt verewigt auf Etiketten und das kommt jetzt so in den nächsten 4, 5 Wochen raus. Können wir die ansprechen, ja? Ja, kannst du alles durchsprechen, ist ob das jetzt geheim. Richtig, weiß ich auch nicht. Der Maracuja Felix. Felix, den haben wir, den Leise Rotbier. Ja. Ne? Brauer Carsten, ja. Den Onkel Jim natürlich. Den Onkel Jim natürlich, sein Amerikaner wird ein New England IPA. Der Brauer Carsten wird ein Fake-Lager mit einer norwegischen Quaikhefe vergoren, ein bisschen fruchtiges Ale sozusagen. Dann haben wir im Endeffekt den Maracuja Felix, das wird das Verrückteste von der ganzen Serie, wird ein Maracuja Pastry Sour Ale, also mit Milchzucker und Sauer vergoren und massenweise Maracuja, also sehr saftig. Und dann haben wir natürlich noch der Leisner und der kriegt ein Rotbier und da wird es auf jeden Fall sehr spannend. Die ersten 4 Bier sind gebraut, die gerne auch schon und läuft auf jeden Fall. Und natürlich kommen wir jetzt dann nochmal zu der normalen Serie. Ja. Die Familie ist ja gewachsen. Da haben wir auch ein neues Familienmitglied dazu bekommen. Ja, ich habe Kajat. Das Kind ist auch, guck mal, das ist da mittlerweile aller. Und wir haben im Endeffekt den Schwiegervater abgefüllt. Und der Schwiegervater ist im Endeffekt, mein Schwiegervater ist ein Kettenraucher. Und wir mussten irgendwie den Rauch ins Bier bekommen. Und das ist natürlich traditionell bambergerisch über ein Rauchmalz und so bekommt man eine schöne, dezente Rauchnote. Wir wollten wirklich unbedingt ein Rauchbier brauen, wo auch einsteigerfreundlich ist, wo die Leute auch sagen, oh, wenn ich den Schluck nehme, da will ich einen ganzen Kasten. Und das ist so der Plan. Und das ist ein ziemlich süffiges Rauchbier, weit weg vom Schlenkerler und vom Spezial, wesentlich weniger Rauch. Und da hat man einfach, ist ein sehr, sehr angenehmes Ding und ich glaube, das ist ganz gut geworden. Ich muss ja einmal bekennen, dass ich kein Rauchbier-Fan bin, aber leicht, dezent, das ist okay. So also das Barbecue-Bier, das ist unkompliziert, süffig
Und vor allem, man merkt halt einfach, dass das schönes, kantiges, kräftiges Rotbier und das halt mit einem Rauchgeschmack, wo es nicht zu viel ist. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, weil wir verkaufen ja auch unser Bier nach Berlin, Hamburg und jetzt war heute ein finnischer Importeur da und da soll natürlich, Rauchbier ist natürlich so die brachiale Geschichte, das gibt schon, das machen die auch super, Schlenker da und schönen Gruß an die ganzen Brauereien da draußen, die machen das genial und da haben wir gedacht, hey, da machen wir ein Rauchbier mit wenig Rauch und angenehmen Rauchnote und nicht zu dominant. Und nach wie vor geht es ja immer über den Geschmack. Wenn ich da kein großer Fan von werden, das schon eher, das ist nicht so heftig, aber es gibt auch für was anderes und es gibt auch die Liebhaber, dann passt ja das auch wieder alles. Deswegen muss man da auch nicht rumnüllen, das passt dann. Woanders ist immer große Streiterei, ne? Aber deine Familie, du kommst mit Schwiegervater Alfred dann gut zurecht, dass man den auch sogar auf den Etikett mitnimmt. Also, wenn der Schwiegersohn eine Brauerei hat, dann ist das für... Da hat man eher Probleme mit der Schwiegermutter, weil die denkt, man ist Alkoholiker, aber mit dem Schwiegervater habe ich noch nie Probleme gehabt. Soll auch so bleiben. Ja, ja, das ist natürlich. Dann haben wir es jetzt schon fast. Warte mal, ich mach mal ein Kommando. Es. Würzelmarsch! Würzelmarsch! So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, wie schnell sie reagieren. Ach, und es kommt. In der Zeit. Schaut, das ist geil, oder? Wie lange bleibt das drin? Ungefähr eine Stunde, also eine Stunde verdampft und dann passt die ganze Geschichte. Das verteilt sich jetzt unglaublich und jetzt ist dieses ausstinkende Demethylsulfid verschwindet gerade durch die Luft, diese ganzen Dämpfe. Das macht so ein bisschen beim Bier so eine Rouladennote, so eine wenkolige Note und die morgen man in dem Bier haben. Deswegen verwendet man ein Kühlschiff und das ist einfach eine total geniale Technik. Das Kühlschiff ist auch älter als ich, um die 80 bis 100 Jahre. Und ist ja noch nicht schwer in dem Alter. Ja. Schaut euch das an, das ist doch ein Bild für Götter. Also da geht dem Brauer das Herz auf und das ist einfach Bierbrauen handwerklich und das natürlich ist einfach geil. In der Brauerei wird sehr viel geputzt. Das macht es jetzt nicht einfacher, aber nee, das ist es wert. Aber das ist es wert. Ne? Also die Technik ist einfach genial. So, jetzt sind wir nochmal da. So, jetzt sind die Gorillas gleich im Nebel. Also es kommt auch immer mehr. Also irgendwann sieht man hier im Raum auch nichts mehr. Schön. Aber das genießen wir natürlich noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Schön. Was haben wir da? Das ist im Endeffekt Eichhorn. Acht für den nächsten Mal. Also wir haben im Endeffekt den Eichhorn sein Bier, aber das kommen wir später bei der Folge 2 raus. In Ruhe nochmal. Ja. Dann sieht man uns auch wieder, weil jetzt Kapitel. Wenn wir dann irgendwann auch verschwunden sein, dann ist das Handy auch beschlagen. Dann können wir uns eigentlich schon mal verabschieden. Ja. Willst du nochmal das letzte Wort sagen, wie immer? Ja. Was hast du denn? Ja, wir haben eindeutig in Franken die geilsten Kunden, die geilsten bierbegeisterten Menschen und die Leute darüber hinaus, wo in ganz Deutschland fränkisches Bier lieben und die machen es genau richtig, trinkt fränkisches Bier, weil das ist das Beste. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Das ist auf jeden Fall. Ich schließe mich deinen Worten an. Wir sehen uns dann später nochmal, wenn wir uns dann wieder sehen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Zum Wohl. Bleibt gesund. Und auch überragend, der Geruch ist überragend. Das ist einfach geil. Wir lassen das jetzt einfach mal ausklingen und ihr seht euch und so langsam verschwinden. Ein kaltes Bier am Kühlschiff, das ist einfach eine geile Nummer. Und wir haben auch ein paar neidische Blicke hinter der Kamera, aber wir müssen arbeiten. Carsten ist schon ausgetrieben. Ich bin mitten dabei. Passt. Acht nur auf die Bomben da. Ich lasse das noch zum Wohl wirken. Und ich gehe mal hinter die Kamera.